bin ich jetzt gerade ein bisschen. So. Warte mal. Das heißt, das, was jetzt hier mit Stein ist, ist bei unserer U-Bahn Wolle. So. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir von dieser Form auf eine Form mit irgendwelchen Begrenzungen kommen, die auch einigermaßen nach was aussieht. Da würde ich ja fast vorschlagen. Warte mal, dass man keine Platzangst kriegt, das hier weg. Weil die Höhe fand ich schon sehr angenehm. So. Da müssen wir dann so gehen. Und das können wir dann natürlich auch beim Runter machen. Hätten wir dann vom Prinzip her. Wartet mal. Wir testen das jetzt einfach mal. Wie mit Erde. Vor unserer Kirche. Das war falsch. Da und da. Dann hier noch mal eins hoch. Ich weiß, wir gehen da hinten eins runter, aber wir wollen jetzt hier nicht päpstlicher als der Papst sein. So. Dann geht's hier 2, 3. So. 2. 1. Dum, 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 dum. So. Gut. Ah, hier haben wir nochmal Erde, dann können wir wenigstens wirklich die Schiene machen. Dann nehmen wir uns mal kurz die Schienen. Na, komm mal her hier. Ja. So sieht das dann aus. Hier könnte man dann mit Treppen arbeiten. Dann sieht das nicht ganz so schlimm aus. Und so. Ja. Das lassen wir so. Das bedeutet, wir waren da hinten auf der 61. Ich hätte da gerne Glasboden. Was wiederum bedeutet für uns, dass wir hier den Glasboden haben und wir standen eigentlich auf der Höhe. Das heißt, das ist Höhe 62, 61, 60, 59, 58. Okay, wir müssen also bis zu 58 hier runter. Wir sind jetzt hier bei der 61. Und ergo müssen wir dann jetzt hier noch 2 Stufen runter, wobei jetzt hier natürlich die Frage ist. Wartet mal, wenn ich das jetzt richtig mache. Wir hatten hier die Treppe bis da, dann hier ein Block und da ging dann das weiter. Gut, ach, wisst ihr was, wir machen nochmal ganz simpel. Wir bauen uns jetzt einfach mal Treppen. Wir haben jetzt schon ein paar Pflastersteine. Und legen die schon mal hin. Können wir uns schon mal sicher sein, dass wir. Also sicher können wir uns ja nie sein. So wie ich mich kenne, aber wir können dann schon mal ein bisschen beruhigter an die Sache rangehen. So. Das heißt, wir wollen hier ein Häuschen bauen. Pass mal auf, was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal 10 groß ist. Ergo müssen wir hier dann eh runter. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 und 10. Ein großes Eingangshäuschen für eine U-Bahn. Aber das ist ja auch bei der Kirche, da muss das ja auch alles schick aussehen. So, Nummer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Gut, das heißt, wir brauchen hier schon mal Erde wieder. Also keine Erde, sondern Pflastersteine, die wir natürlich jetzt nicht haben, weil wir die gerade alle abgebaut haben. Was hatte ich jetzt überhaupt gesagt? Mann. Wir waren da hinten bei der 61. Die 61 ist das dort. Dann 62. Nee. 60. 58. Warte mal. 61. 60. 59. 58. Ob das hier noch was wird heute? Ist 58, warte mal, wir machen jetzt mal ganz simpel. Hier sind wir bei 61 und dann müssen wir noch. Da machen wir uns ganz anders. Damit wir hier gar nicht schief kommen, buddeln wir erstmal das Fundament für das Haus ringsrum und gehen dann halt bis an die Grenzen davon. So, das kommt weg. Gut. Bis zu 58 hatte ich gesagt. Ja, ich weiß, das war jetzt ein Risiko hier, aber manchmal muss man auch Risiken eingehen. Und hier müssen wir jetzt Zähne. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, haben wir mal hier eine Fackel an die Wand. Genauso wie hier. So, und hier haben wir jetzt 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fackel an die Wand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fackel an die Wand. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Wir haben das Fundament, das heißt, hier geht es dann zur U-Bahn. Und dann hätten wir ja vom Prinzip her dort Wand. Wand. Dann würde ich was sagen, wir machen hier einfach mal so einen Durchbruch. Das war zu viel. Gut. Das ist auch nicht schlimm, wir müssen ja das ganze Zeug dann noch verzieren. Sagen wir kurz, wie wird's man hier? So, das heißt, wir müssen dann hier so runtergehen. Was mit dem hier nicht ganz übereinstimmt. Wartet mal, wir gehen mal. Falsch, so. Ruppen wir mal das Ganze hier einfach bis oben hindurch. Gut, Schaufel hat sich ja nicht lange gehalten. Jetzt kommt ja eigentlich Sand runter, sag mal. Ja. Ja, und das, was jetzt hieraus entsteht, kann ich euch ja kurz sagen, ist dann einfach, dass wir die Wände von innen jetzt erstmal hochziehen. Erstmal übergangsweise aus Cobblestone.
um dann einfach eine Begrenzung zu haben, dass wir wissen, wie wir genau kommen, weil sonst müssen wir jetzt bei jedem Schritt hier Schritte zählen und ach, da habe ich keine Lust so richtig. Und jetzt haben wir da oben schon mal eine kleine Orientierung. So, das sehen wir da oben dann schon. Hier gehen wir auch mal so ein bisschen mittig hoch. Im Übrigen etwas, was man vom Prinzip her nicht machen dürfte, genauso wie das Runterbuddeln von mir, das war vorhin sehr wagemutig. Aber was soll's, entweder oder, ja. So. Gut. Gucken wir jetzt mal hoch. Und fallen wieder runter, wieso geht's denn da noch weiter? Hm? Habe ich jetzt die falsche? Ach, da sind wir zu weit reingegangen, ja, vom Prinzip her. Okay. Seht ihr, und sowas sieht man halt alles hier durch sowas. So, wie weit sind wir jetzt hier? Wir gucken mal kurz. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, wenn wir jetzt hier buddeln, müssen wir eigentlich ein Loch kriegen irgendwann. Ja. Noch einmal gekriegt. Sehr gut. Ich hab's doch gesagt. Hm. So. Das bedeutet, wir haben dann hier wirklich bis hier Mauer. Hier haben wir bis da Mauer. Gehen dann bis hier. Und hier bis da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Haut hin. Hier haut es auch hin. Okay. Und das bedeutet, wir haben hier einen Eingangsbereich. Hier kommt die Wand schon hin. Dann. Das heißt, es wäre vom Prinzip ja hier ein bisschen doof, schon so zu gehen. Auch das wäre schon doof. Wir gehen dann lieber mal ein bisschen rein. Weil wir sonst hier ja auch toten Raum haben. Das heißt, machen wir es anders. Wir gehen so. 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 Dann würde ich sagen, könnte natürlich auch so eine Wendeltreppe machen, die dann hier so drehe und dann da nach da. Das würde von der Optik her schon mal gut aussehen. Und dann hier Geländer. Kriegen wir ein Geländer hin? Sollten wir eigentlich hinkriegen. Okay. Versuchen wir es einfach mal. Also da muss in der Wand hin. Jetzt wissen wir nicht, ob wir das wirklich aus Pflasterstein machen sollen, weil das sieht ja auch ein bisschen komisch aus. So. So. Weg. Da hinten kommt Wand hin.
So, wohin geht denn hier jemand? Sag mal, bis dahin, dann okay. So. Das heißt, wir bauen jetzt von oben nach unten das Häuschen mal fertig. Wir haben jetzt hier die Begrenzung, so wie sie sein sollte, im Prinzip ja schon gegeben. Wir machen das jetzt erstmal hier mit Cobblestone, das können wir dann zur Not nachher noch wegreißen und dann irgendwas anderes hinmachen. Es geht jetzt nur mal ums Prinzip, austauschen geht immer noch schneller. So, hier kommt dann dementsprechend auch eine Treppe hin. Cobblestone. Hier Cobblestone. Also hier. Gut, dann müssen wir hier Treppe runterbauen. Zwar nicht so clever, aber naja. So. Gucken wir mal, da hier kommen wir noch ein ganzes Stückchen hin. So. Ja, das muss weg. Das muss weg. Das. Da kann dann flach bleiben. Ach so. Das war das mal. Will das irgendwo reinfallen? Nee. So. Jetzt aber da ist die Ecke. Das heißt, hier müsste dann schon wieder eine Plattform hin. So. Okay. Dann gehen wir hier so runter. Sag mal, wie breit wird denn das hier? Also hier haben wir haben jetzt 8x8 inne. Wir nehmen hier 3 weg, da 3, das ist dann nur ein 2x2 Strang. Schade. Bin gerade am überlegen, machen wir das größer? Ah ne, das wird zu groß. Die Idee behalte ich mal im Hinterkopf, die ich jetzt hatte. Kann ich ein anderes Mal verwirklichen. Beziehungsweise wir. So. Warte mal, Erde als Hilfskonstruktion. Aber da kommt eine Treppe hin, dann kommt da eine Treppe hin. Hä? Hier eins zu weit reingegangen. Ne, 2. 2, hier sind wir auf Höhe 71 und da drüben auch auf Höhe 71. Gucken wir mal kurz. Ach so, ja, Denkfehler. YouTube. So. Hier weg. Ja, das nehmen wir uns mal noch mit hier. Gut, von da müssten wir dann bis jetzt 2 hier runter. Eine Treppe.
Ganze dann hier weg. Wir sehen schon, selbst dieser Eingang wird schon wieder ein bisschen aufwendiger. Aber das macht ja auch nichts. Wenn wir was Einfaches spielen wollen würden, wenn wir nicht Minecraft spielen. Denn in Minecraft kommt es ja gerade darauf an, dass wir uns auch mal ein bisschen Mühe geben und auch mal ein bisschen Zeit investieren. Das ist ja auch schön so. So. Hier geht dann wieder eine Treppe runter. Achso, den Plan hätte man hier eh nicht machen können. Gut. Fällt mir gerade auf, dass das, was ich mir vorhin gedacht hatte, kurzzeitig hier nicht klappt. Da müsste man mal anders vorgehen. So. Dann. Treppe, Treppe. Was, das hat mal funktioniert. Fröhlich. So weit runter wollte ich jetzt gar nicht. Aber das war das Zeichen, dass wir hier dann zur Wand eigentlich zu Ende haben. Das heißt, hier ist Wand, da müssten wir hier mal ausfüllen. So, zu. Hier ist Wand. Signalisieren wir uns mal dadurch, dass wir da mal einfach so ein bisschen Kabel hinmachen. Ne, hier ist keine Wand. Hier nicht. Ne, mein Freund. So. Okay. Gut, dann kommen wir hier runter. Ja, und hier können wir ja dann. Im Prinzip, ja, warte mal, hier haben wir.